Ich grüße euch zu einem neuen Part von Pokémon Pearl! Okay, wir machen die Arena. Leiter, Wellenbrecher Marinus. Meister der Fluten. Alles klar, er ist wohl für den Tsunami 2004 verantwortlich, an dem eine Viertelmillion Menschen ihr Leben verloren haben. Okay. Diesen Terroristen müssen wir natürlich jetzt aufhalten und deswegen fordern wir jetzt ihn heraus in seine Arena. Und hier ist einer seiner... Ja, Lakaien, sag ich mal. Marinus, der Arenaleiter. Ich meine, Wellenbrecher Marinus. Ist ein Terrorist. Nein, der Meister der Wasser-Pokémon. Ich sage ja, dass du verdammt viel Mut besitzt, wenn du versuchst, seine Pokémon mit Feuer- oder Boden-Pokémon zu besiegen. Aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Ich wünsche dir einen guten Kampf. Ja, den werden wir sicherlich haben. So, okay, die Arena ist überflutet. Wen wundert's? Anerkannte Trainer Balzor. Balzor hat es wohl schon geschafft, gegen ihn zu gewinnen. Gut, gehe ich mal dort lang. Ah ja, okay. Also wir müssen die Arena immer überfluten, und zwar so, dass sich diese Dinge hier heben. Und die ermöglichen uns den Zugang zu neuen Gebieten. Jetzt müssen wir aber zunächst einen Schalter finden. Hier ist beispielsweise einer. Damit können wir das Wasser ein bisschen verändern. Jetzt haben wir das Wasser abfließen lassen. Ich habe nichts, nur meinen Körper hier oben gestellt. Auch mein Pokémon und mein Geist wurden stärker. Interessant. Warum sagst du mir sowas? Okay, Pascal, ich mach dich fertig. Ah, typisches Wasser-Pokémon Bammelin. Ah, perfekt, wir haben Frau Löwe an erster Stelle. Da hat wohl Kevin mitgedacht im letzten Part, okay. Gut, ich greife an mit Funkensprung, das müsste ein OTK sein. Jawohl. Ich hätte mich auch schwer gewundert, wenn es den Angriff überlebt hätte. Was hast du jetzt für ein Pokémon? Gar keins mehr, okay. Wow, du bist vielleicht sogar noch stärker als unsere Innenleiter. Vielleicht. Gut, hier kommen wir nicht vorbei. Da müssen wir das Wasser nach oben treiben. So ungefähr. Oder vielleicht auch nicht. Oder geht es bereits? Nein. Gut, jetzt können wir... Es hat sich gar nichts verändert. LOL. Okay, ich darf das nicht hochfließen lassen, sonst wird das genauso... wie es war, wo wir die Arena betreten haben. Ach verdammt, um das abfließen zu lassen, müssen wir auf das Gelbe. Okay. Gut, jetzt können wir dort lang. Die Arena ist nicht besonders herausfordernd, was das Rätsel angeht. Man muss einfach nur immer auf die Schleusen gehen und auch gegen alle Trainer kämpfen. Ich habe Macht über die Kräfte des Wassers. Du wirst nicht gewinnen. Ach, glaubst du? Ich habe die Macht der Pokémon. Ein Schmerbe, aus der dritten Generation, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier Schmerbe gibt. Na gut. Gut zu wissen. Gut, Schmerbe hat einen Nachteil für unseren Frau Löwe. Und zwar können wir Schmerbe nicht mit einer Elektroattacke angreifen, da Schmerbe ein Bodentyp ist. Von daher muss ich jetzt ein bisschen taktieren. Ich greife an mit Stärke. Ich hoffe, es benutzt kein Erdbeben. Schmerbe können mit frühen Leveln schon Erdbeben erlernen. Okay, es konnte anscheinend nicht sein Erdbeben einsetzen. Und das Kind siegt trotzdem. Ich bin ganz und gar verblüfft. Alles klärchen. Gut, dann lassen wir das Wasser wieder steigen. Aber zunächst, bevor ich das mache... schalte ich noch alle Trainer aus, damit wir möglicherweise noch zurück in die Arena können, ins Pokémon Center können, um unsere Pokémon zu halten. Anscheinend können wir da nicht vorbei hier, da drüben. Naja gut, dann muss ich jetzt das Wasser steigen lassen. Gut, und hier ist ein weiterer Trainer. Sieht nach einem Matrosen aus.
Während ich Pokémon aufzog, bin ich um die ganze Welt gereist. Diese Arena habe ich als Ziel gewählt. Es wird für dich nicht einfach werden. Doch das wird's. Hey, der filmt mich. Hat er seine Kamera in der Hand? Ich weiß es nicht. Na gut, ich filme ihn auch. Dann gleicht es sich wieder aus. Wir filmen uns gegenseitig. Wingull. Es erfreut mich, dass es hier so viele Pokémon aus der dritten Generation gibt. Denn die sieht man ja auch nicht so häufig. Alles klar, das war's für das Wasserflug-Pokémon. Das nächste Pokémon von ihm ist... Ah. Okay. Hat man einen Wingull gesehen, ist das zweite langweilig. Eigentlich hätte man hier die Entwicklung einbauen können. Philippa ist, glaube ich, die Entwicklung. Ja, nicht besonders spannende Kämpfe, gebe ich zu. Wir sind hier mit unserem Elektro-Pokémon in Vorteil, immer wieder. Außer vorhin gegen das Schmerbe, aber das konnten wir mit einem Stärkeangriff locker OTK'en. Mann, jetzt ist die Arena ziemlich überflutet. Vielleicht mache ich es wie Marinus. Wellenbrecher Marinus natürlich. Ich würde die gleiche Maske tragen. Ach, gegen dich haben wir schon gekämpft, okay. Oh, verdammt, jetzt ist das genauso wie vorhin. Verdammt! Jetzt muss ich nochmal durch die ganze Arena laufen. Ah, okay, man muss ja anscheinend doch ein wenig seinen Grips anstrengen lassen. Verdammt. Und das kann ich am schlechtesten von allen. Ah, ich bin wieder so ein Intelligenzbolzen. Als Gott die Intelligenz verteilt hat, habe ich wohl gefehlt. Hm. So, das war auf jeden Fall richtig hier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt bin ich bloß am Rätseln. Kann ich hier drüber? Ah, Tatsache, ich kann hier drüber, okay. Ich möchte so stark werden wie Wellenbrecher Marinus. Mann, warum sage ich immer Wellenbrecher falsch? Naja. Oh, Azurill! Süß! Sieht aus wie ein Wasser-Pokémon, ist allerdings ein Normal-Pokémon. Von daher wäre ein Funkensprung nur normal stark. Ihr werdet es jetzt gleich sehen, nach dem Effekt des Funkensprungs. Ja, vom Sound her erkennt man schon, dass es nicht sehr effektiv war, sondern nur normal stark. Ich würde mich über eine Mega-Entwicklung für Azurill eigentlich freuen. Denn das würde Azurill ein bisschen stärker machen. Und hier ist Meryl. Das ist ein Wasser-Pokémon. Hm, ich würde mich auch über eine Mega-Entwicklung von Dragoran freuen. Dann gäbe es in jeder Generation einen Drachen, der eine Mega-Entwicklung hätte. Na gut, Glurak lassen wir mal weg. Glurak ist ja kein reines Drachen-Pokémon. Nur die Mega-Entwicklung zu Glurak X ist ein Drachen-Pokémon. Ich habe weltweit die meisten Pokémon geangelt. Jetzt bin ich dran. Es? Ich verstehe den Satz nicht. Naja. Er will mir sagen, er hat die meisten Pokémon geangelt und dass er jetzt dran wäre. Mit was? Ich check's nicht. Okay, Goldinis machen hier zum ersten Mal in diesem Spiel Sinn. Da die Arena überflutet sind, können Goldinis auch eingesetzt werden. Ach, aber mitten in so Wäldern oder Bergen kann man kein Goldini einsetzen. Verdammt, ich habe mich vertippt. Falsche Attacke. Da war ich gerade kurz woanders mit meinen Gedanken. Naja, es schreckt immerhin zurück. Dann hat es also doch den gleichen Effekt erzielt wie ein Funkensprung. Bis auf, dass wir 2 AP verloren haben statt 1 AP. Aber egal, wir werden unsere Pokémon ja sowieso heilen.
Oder vielleicht müssen wir das auch nicht. Ich meine, unser Pokémon nimmt kaum Schaden. Na, ich glaube, ich muss mein Pokémon vielleicht doch heilen. Ich darf den Arenaleiter nicht unterschätzen. Andererseits, wir haben Pokémon mit Level 30. Was will er da gegen uns einsetzen? So Großartiges. Es ist klar, wieder im Boden, Wassertyp. Ich benutze wieder Stärke. Wenn wir Glück haben, wird das wieder ein One-Hit-Kill wie vorhin. Und so war es auch. Sehr schön. Garados, ein größerer Gegner. Und das meine ich wörtlich. Denn, ja, Glück ist eines der größten Wasser-Pokémon, wenn ich mich nicht irre. Kyogre zählt auch dazu. Kyogre, Garados und... ja, da fällt mir jetzt spontan kein größeres ein. Oder kein großes... ah, doch, natürlich. Wailord. Wailord ist das größte Wasser-Pokémon. Sogar das allergrößte Pokémon, das es gibt. Weltweit Nummer 1 zu sein bedeutet anscheinend gar nichts. Ich check deinen Dialog echt nicht, naja. Jetzt redet er da über weltweites Fischen, dann über irgendwas und dann, dass er weltweit... nee, Quatsch. Verdammt. Vergesst das. Oh nein, ich bin gefangen. Hilfe! Okay, das war's für Let's Play Pokémon Pearl. Wir kommen hier nicht mehr raus. Wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play wieder. Ich komme hier, wie gesagt, nicht hier raus, ne? Also, bis dann. Oh, es geht ja doch noch weiter. Verdammt, ich muss das Spiel weiterspielen. Nein! Okay. Gut, jetzt ist das Wasser komplett weg. Können wir da jetzt drüber? Nein. Mann, die Arena ist ziemlich cool. Haben wir gegen dich schon gekämpft? Nein, okay. Das ist der letzte Trainer. Abgesehen vom Arenaleiter in dieser Arena. Wie die tosende See spüle ich alles in meinem Weg Stehende fort. So bin ich eben drauf. Bist du betrunken? So bin ich eben drauf. Naja. Oh, Tony. Fett Tony. Ich mag Burger King. Nein. Schalellos. Die westliche Form. Ich bin mir nicht sicher, ob Schalellos ein Bodentyp ist. Es wäre interessant, das jetzt zu wissen. Ich greife einmal an mit Funkensprung. Vielleicht brauchen wir das im Kampf gegen den Arenaleiter, dieses Wissen. Denn es könnte ja sein, dass der Arenaleiter ein Schalellos einsetzen wird. Gut, okay. Das ist der Beweis, dass Schalellos kein Bodentyp ist. Erst die Entwicklung Gastrodon ist ein Bodentyp. Hier ist ein zweites Schalellos. Ich bin mir sicher, dass er drei hat. Ich kann mir kaum vorstellen, dass hier jetzt schon ein Gastrodon eingesetzt wird. Denn Gastrodon ist ein ziemlich starkes Pokémon. Andererseits wäre es natürlich herausfordernd. Ah, Wingull. Ja, ich hab's doch gewusst. Gastrodon wäre hier immer noch zu stark. Die Entwickler meinen es ja gut mit einem. Nee, dieses Gastrodon werden wir erst benutzen, wenn es wirklich heftig wird. So, mit Level 30 ist man noch nicht stark genug, um gegen Gastrodons anzutreten. Deswegen bauen wir dieses Pokémon noch nicht ein. Naja, der Angriff war sogar ein Volltreffer. Das hätte ja sogar 4 Wingulls gekillt. Wenn nicht sogar 8. So, Level 33 für Frau Löwe, hat jetzt 100 KP. Diese Welle hätte mich nicht mal das Geschirr... was? Hätte mir nicht mal das Geschirr spülen können, okay. Gut, und hier ist der Arenaleiter. Na, ich will jetzt nicht zurück und nochmal durch die ganze Arena laufen. Wisst ihr was, ich fordere ihn jetzt heraus. Und wenn ich verliere, dann habe ich mir den Weg erspart, die Arena zu verlassen. Also, wie heißt du, Marinus? Willkommen, ich werde nicht oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke erkennen. Die Stärke des Arenaleiters von Weideburg. Ganz genau, ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert.
Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter. Und der Sieg gehört dann uns. Los, bringen wir es hinter uns. Okay. Kevin vs. Marinus. Los geht's. Ja, drei Pokémon. Das erste, ein Gyarados. Gut, Level 27 müsste leicht zu schlagen sein, da Elektroattacken vielfach stark gegen einen Flug- und Wassertyp sind. Ach verdammt, meine R-Taste spackt schon wieder. Okay, Funkensprung. Das müsste ihn one-hitten. Ja, genau. Ich habe nichts anderes erwartet. So. So viele Erfahrungspunkte. Heftig. Morlord, ein Boden- und Wassertyp. Da können wir Frau Löwe schlecht einsetzen. Es kann auch bestimmt Erdbeben. Das ist bei einem Arena-Leiter gar nicht so unwahrscheinlich. Ich benutze Petersdom. Petersdom hat die Fähigkeit Schwebe und ist immun gegen eine Bodenattacke. Gut, ich glaube, das gegnerische Morlord ist schneller als unser Bronzong. Ich benutze Bizarro-Raum, um das auszutauschen. Keine Ahnung, warum er jetzt Lebensuhle benutzt hat. Ich werde Morlord nicht mit einer Elektroattacke angreifen. Alles klar, und jetzt Eisenabwehr, um meine Verteidigung zu stärken. Ich glaube zwar, dass Morlord mit Spezialattacken angreifen wird, aber ich glaube, die Verteidigung zu erhöhen kann auch nicht schaden. Er benutzt ja sowieso nur Rotenschlag. Okay. Hypnose. Gut. Das Morlord schläft jetzt da. Unser Bronzong ist immer schneller und wenn es nochmal aufwachen sollte, können wir es weiterhin mit Hypnose einschläfern lassen. Alles klar. Ich glaube nicht, dass Sondersensor viel abziehen wird. Anscheinend nur ein Achtel oder so. Okay, es war, sagen wir, ein Viertel. Gut, ich hoffe, es schreckt zurück. Es schläft zwar, aber ich glaube, es kann trotzdem zurückschrecken. Ich benutze nochmal den Pizarro-Raum, damit wir wieder der Schnellere sind. Oh, Supertrank. Ausrede. Okay, und jetzt der Sondersensor. Jetzt müssen wir ihn nochmal zweimal angreifen, nachdem er Supertrank benutzt hat. Was, warum war dieser Angriff jetzt schwächer? War der schwächer? Der kam mir gerade ein bisschen schwächer vor. Vielleicht hätte ich einen Spezialangriff, X-Spezialangriff nehmen sollen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Er greift ja sowieso nur an mit Rotenschlag, also was will er da großartig dagegen jetzt machen? So, okay, was haben wir denn da? Angriffsplus, Megablock. Nehmen wir mal. Verdammt, wir haben keinen X-Spezial. Wir haben nur X-Spezial-Verteidigung, aber kein X-Spezial. Na, dann nehme ich Angriff plus. Das erhöht die Volltrefferquote. So, Petersdom ist aufgepumpt. Slam, ist das nicht süß? Sein Gegner. Das gegnerische Pokémon kann Slam. Mann, das Morlord ist voll harmlos. Solltest dich schämen, Pokémon eines Arenaleiters zu sein. Die verdrehte Dimension ist wieder normal. Oh, Boilin, das ist ein Spezial-Pokémon. Ein reines Wasser-Pokémon. Ich greife es an mit Frau Löwe. Gut, dass es sich vor ein paar Parts entwickelt hat. Diese Entwicklung bringt uns jetzt den Sieg.
Hey, das da, das war eine gute Attacke. Gut, Boilin ist sehr schnell, es wird wahrscheinlich die Ersttreffer-Garantie haben. Aber trotzdem, Funkensprung. Sternschauer trifft immer. Und bitte ein One-Hit-Kill, wenn's geht. Und... Gotcha! Es war ein One-Hit-Kill, sehr gut. Damit haben wir Orden Nummer 4. Wow, 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 Schluss und aus. Wie sage ich es nur? Ich will mehr, ich will... Verdammt, so schnell kann ich nicht lesen. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben. Aber der Kampf mit dir hat mir viel, viel Spaß gemacht. Hier, das hast du dir verdient. Fanorden von Marinus erhalten. Dank des Fanordens kannst du nun die versteckte Maschine... auflockern, außerhalb eines Kampfes einsetzen. Das ist eine besondere Belohnung, die ich dir gebe, da dein Team außergewöhnlich ist. TM55. TM55 enthält die Attacke Lake. Sie fügt doppelten Schaden zu, wenn der Gegner nur noch die Hälfte seiner KP besitzt. Damit kannst du Kämpfe effektiv beenden. Wird die Attacke nochmal verdoppelt, wenn es Step weiß, wenn es ein Wasser-Pokémon ist, dann kriegst du ja Step. Das heißt, die Attacke wäre dann vierfach, also 2 mal 2, also 2 im Quadrat, nee, also x im Quadrat effektiv, da die Attacke zweimal verdoppelt wird. Einmal, weil es die Hälfte seiner KP verloren hat und einmal, weil es ein Wassertyp ist und Step darauf bekommt. Also Lake ist eine ziemlich heftige Attacke. Oh, Kevin, du hast den Arenaleiter besiegt. Sag, wie war es? Hast du den Kampf gegen Marinus, Wellenbrecher Marinus, genossen? Sicher zu gewinnen ist schon wichtig, aber man sollte auch sehen, dass man Spaß am Kampf hat. Ja, Spaß hatte ich. Ich glaube, Marinus, ich meine Wellenbrecher Marinus, hat dir gezeigt, was ich mit Spaß meine. Gut, schauen wir uns den Orden an. Hierfür steigen wir auf unser Fahrrad. Das ist super. Und polieren wir den einfach mal. Die anderen Orden lasse ich mal dreckig sein. Die jetzt alle noch zu polieren, würde sich nicht lohnen. Gleich haben wir es. Glitzer, Glitzer. Ja, so sieht der aus, der Orden. Der Fanorden. Gut, dann gehen wir ins Pokémon Center, heilen unsere Pokémon und dann werden wir das Großmoor besichtigen. Das jedoch allerdings erst im nächsten Part. Hallo, willkommen im Pokémon Center, bla bla bla. Wo ist eigentlich meine Speed-Taste? Ah. Okay, scheint anscheinend nicht so zu funktionieren, wie ich es mir erhofft habe. Naja, man kann auch nicht alles haben. Gut, dann stelle ich mich vor das Großmoor. Oh, da ist immer noch dieser Team Galaktik-Furzi. Der plant doch irgendwas. Naja. Gut, also dann eben bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Jan-KP. Ciao.